Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mit euch die Wasserrakete starten. Wir haben das ja schon ein paar Mal auf dem Schulhof versucht. Dabei ist sie ja leider kaputt gegangen. Herr Bort hat sie uns gestern repariert, sodass wir heute nochmal einen neuen Versuch starten können. Ich erkläre euch kurz, was wir hier so alles liegen haben, damit ihr genau einen Überblick habt, wie das Ding hier funktioniert. Als erstes haben wir hier unseren Raketenständer. Hier haben wir eine 1,5 Liter PET-Flasche. Die haben wir mit Wasser gefüllt. Hier unten drin ist ein Moosgummi-Aufsatz als Spitze für die Rakete. Hier an diesen Plastikvorrichtung ist ein Ventil drin, den wir hier auf die PET-Flasche schrauben. Auf der anderen Seite haben wir hier einen Luftdruck, einen elektrischen Luftdruck. Maschine von unserem Hausmeister ausgeliehen und hier an einem etwas längeren Kabelzug ist unser Auslöser. Ich werde jetzt hier hinten am Verschluss die Elektropumpe anschließen. Und mit Hilfe der Anzeige hier ungefähr, ich denke mal 7 Bar, versuche ich reinzukriegen in die PET-Flasche, damit es auch schön weit fliegt. Bar ist eine Messeinheit für Luftdruck und wir dürfen maximal in so eine PET-Flasche 7 Bar einfüllen und ich versuche es auch gleich mal. Okay, dann werden wir es jetzt mit 4,2 Bar probieren. Die Flasche ist auch ziemlich fest. Da ist ganz schön viel Druck drauf. Kennt man vielleicht von einer Selta-Flasche, die geschüttelt worden ist. Da ist auch meistens ganz schön viel Druck drauf. So, wir werden jetzt versuchen, Herrn Bort da drüben zu treffen. Er ist unser Kreuz. Und ich nehme jetzt den Auslöser. Gehe etwas weiter weg, damit ich nicht nass werde. Und den Countdown brauchte ich schon gar nicht mehr. Die ist von alleine losgegangen. Wir haben jetzt ein bisschen den Winkel verändert, in der Hoffnung, dass es dann besser funktioniert. Ich pumpe jetzt wieder ein bisschen die Luft da rein. Herr Bord hat auch seine Position verändert. Vielleicht treffen wir ihn jetzt. Und wir starten mit dem Counter. 5, 4, 3, 2, 1 und... Oh Mann, ey. Gut, unser Experiment hat nicht geklappt, das ist auch okay. Experimente müssen ja nicht immer auf Anhieb funktionieren und ja, wir hatten Spaß. Auf jeden Fall. Würde ich doch noch getroffen. Ja. Wir packen euch.
folgt eine Bauanleitung mit oder verlinken eine Bauanleitung. Wir werden es auch ausprobieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem Selfmade, mit der Selfmade Wasserrakete. Eine selbstgebaute. Eine selbstgebaute. Genau.